Hafenstraße, die ewige Geschichte zwischen Hype und Panik, bei Erfolg grenzenlose Glückseligkeit, in Krisenzeiten Sturm. Umso wichtiger ein Heimsieg für Christoph Dabrowski und RWE. Seit 5 Monaten gab es den nicht mehr. Zu Gast der BVB 2 im Revierduell mit Kellerflair. In Schwarz und Gelb die Gäste mit drückender Anfangsphase. Antonios Papadopoulos prüft in der 3. Minute Jakob Golz. Die ersten Minuten gehörten dem BVB, der mutig hinten raus spielte, immer wieder die spielerische Lösung suchte. Und das flog ihn dann auch ab und zu mal um die Ohren. Thomas Eisfeld. Und Dortmund darf sich bedanken bei Marcel Lotka im Tor, der hier eine Riesenparade zeigt. 27. Minute, den kennen wir, das ist Papadopoulos. Und Papadopoulos kennt Golz. Nicht einfach zu halten, weil der Ball flattert. Golz geht dann auf Nummer sicher, bleibt stabil. Der BVB 2 machte das gut, drückte und hatte in Papadopoulos seinen Abschlussspieler. Nur der fand mehrmals seinen Meister in Golz. Das die erste halbe Stunde. Danach bewegte sich Rot und Weiß so ein bisschen aus seinem eigenen Kokon. Das ist Kefkir. Und dann findet Dortmund die Ordnung nicht und Wiegel. Das Alu. Stark herausgespielt, weil RWE konsequent dranbleibt, den Strafraum besetzt und dann ist so eine Gelegenheit fast zwangsläufig. Ich glaube nicht, dass Lotka da rangekommen wäre. Man unterhält sich in Essen und hofft auf einen Heimsieg. Zweite Hälfte, Mission 3 Punkte, Mission Thomas Eisfeld. Fünfzigste Minute, Eisfeld bricht die Dämme am Stadion an der Hafenstraße mit diesem brutalen Teil. Das ist ein Traumtor, das ist Magenta Sport Top 10 der Woche Material. Ein Brustlöser, ein 1:0, ein erstes Saisontor aus dem Bilderbuch vom Ex-Dortmunder. Und RWE blieb dran. Jetzt die bessere Mannschaft, Müsel. Essen jetzt deutlich dominanter. Die 1:0-Führung hoch verdient. Und Lotka hätte auch hier Probleme gehabt, dran zu kommen. Schlussphase läuft. Dem BVB war auch der spielerische Ansatz überhaupt nicht abzusprechen. Es fehlte einfach nur die Gradlinigkeit nach vorne und dann hinten immer wieder diese Fehler. Und jetzt wurde er bestraft. Björn Rother eingewechselt mit seinem ersten Saisontor. Klasse Balleroberung nach Pressing von Müsel. Engelmann eingewechselt, Rother eingewechselt. So einfach geht's. Essen feiert Karneval und merkt, dass es zu Hause doch noch geht. Rot-Weiß schlägt Schwarz-Gelb mit 2:0 im Revierduell. Ja, fantastisch. Also dafür liebt man den Fußball. Ja, dafür geht man ins Stadion, dafür zahlt man das Eintrittsgeld. Und draußen an der Linie ist man natürlich auch begeistert. Ich glaube, dass wir gut reingekommen sind, haben dann so im Laufe der ersten Halbzeit Essen so ein bisschen wieder ins Spiel reingeholt mit unseren Fehlern, die wir aber noch gut verteidigt haben. Ja, und dann kriegen wir das Tor des Monats rein. Und danach hatten wir nicht mehr die Struktur, dann hat man gesehen, dass es eine junge Mannschaft ist. Duell. Auch dieser Gänsehautmoment an der Hafenstraße. Michel Niemeyer vor 20 Monaten aus Wiesbaden gekommen, seitdem nur verletzt gegen Dortmund, seine ersten Pflichtspielminuten im RWE-Trikot. War das ein super Moment für uns als Mannschaft, auch dann nach dem Spiel im Kreis. Aber ich freue mich riesig für ihn, weil er hat eine leise Zeit hinter sich. Er ist ein richtig guter Junge und ja, ich hoffe, dass er jetzt stabil bleibt.
Zimmermann wartet auf seine ersten Punkte mit Dortmund. Essen darf durchatmen. Jetzt 7 Punkte vor dem BVB und überm Strich und Rückenwind vor dem Spiel in Ingolstadt. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.